Na, 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 na. Ausweiche habe. Erfolgreich bei Einsatz des Action-Kommandos für Maris Verteidigung sinkt erlittener Schaden um 1. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Den werden wir, glaube ich, benutzen. Oh, das ist nichts, okay. Durch diese Röhre gelangt man in unseren Wunderwald. Na kommt schon, beeilt euch! Oh, er folgt uns, ist das nicht putzig? Bubulio, du kleiner Schlingel. Süßer kleiner Racker. Meine Augen! Kapitel 2. Der Baum der Bubus. Ich wollte noch Bowser sehen. Wunderwald. Dies ist der Wunderwald. Wirklich ziemlich wundersam. Und in irgendeinem großen Baum hier soll sich das Sternjuwel befinden? Nur noch ein kleines Stück, dann sehen wir schon den großen Baum. Bubuma, die Stammesälteste, und all die anderen warten dort schon auf uns. Ach, und natürlich auch meine kleine Schwester. Also gehen wir. Okay. Aber erst mal noch hier schnell gucken, ne? Hier ist nichts, okay. Irgendwas hinter der Röhre versteckt, kein... gar nichts, okay. Wir speichern kurz, okay, okay, okay. So. Ah, ein paar Minuten kann ich noch machen. Das hier wird eine etwas kürzere Aufnahmesession. Na los, an die Arbeit. Barbara, du hast verstanden, was unsere Aufgabe ist, oder? Mario finden und ihm die Karte abjagen, die uns zu den Sternjuwelen führt. Und dann machen wir Mario und seine Kumpanen einfach fertig, oder? Also, nach meinen Informationen müsste Mario bald hier vorbeikommen. Du lauerst ihm auf und greifst dir die Karte. Barbara, was versuchst du da eigentlich zu verstecken? Oh, das hier. Das habe ich gerade an dem Baum da drüben gefunden. Ist dieses Collier nicht wirklich wunderbar? Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Also wirklich, hebt doch nicht immer alles von der Straße auf. Abgesehen davon, es gibt wichtige Dinge zu tun, meine liebe Barbara. Zeig mir die Zeichnung, die uns Krokios von diesem Mario gegeben hat. Was? Ich habe die Zeichnung nicht... Wirklich? Die wichtigen Sachen nimmst doch immer du. So ein Unsinn! Ich habe sie nicht. Du solltest sie nehmen. Du Versagerin! Jetzt willst du mir die Schuld in die Schuhe schieben? Aber... Brunhilda? Was willst du denn jetzt schon wieder, Roberta? Was? Ein Kerl mit einem Schnauzer? Für so etwas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Spare das für später. Und was dich angeht, Barbara, ich kann es wirklich nicht fassen. Du hast die Zeichnung verschlammt. Aber ich... Glaub mir, ich habe sie nicht. Schweig, du unfähige Hexe! Es reicht. Wie kannst du es wagen, mir auch noch zu widersprechen? Deine Frechheit verdient eine harte Bestrafung. Und deshalb gehört das Collier, das du gerade gefunden hast, jetzt mir. Ah, aber Brunhilda, das ist so ungerecht. Mal diese Alte, ne? Hau, ich bin doch erstmal ein Schäfchen. Hallo. Das ist so gemein. Du? Was ist? Du Wurzelzwerg! Verschwinde! Du schwörst! Hörst du schlecht? Ist ja gut, ey. Sag doch nicht gleich, komm mal unten zu mir. Alte Hexe. Ach, wenn die wüsste. Okay, hier ist nirgendwo was versteckt. Das ist eigentlich schade.
Ja, erster Angriff. Juhu! Ah, oh, und das ist der Kirk. Stimmt, der kommt aus dem Wunderwald. Boah, bin ich cool. Gumbrina, du bist dran. Piranha-Pflanze. Juhu! Blume, Blume. Ah, cool, da ist sie. Das ist eine Piranha-Pflanze. Eine fleischfressende Pflanze, die du gut kennst, oder? Ihre Farbe hat sie wohl der Umgebung angepasst. Ein Wunder der Natur. 420. Wenn du auf diese Pflanze springst, beißen sie zu. Vermeide also Sprungattacken. Was du nicht sagst. Bah, nein. Doch nicht das. Den Powerhaut benutze ich für den Kirk. Oh, bin ich cool. Ja, man muss den Leuten auch eine gute Show bieten. Whoa! Bist du irre? Nimm das. Coole Sache. Ja, yeah, beide geben sie uns 3 Sternpunkte. Geil. Ja, ja, der Kick ist immer noch eine gute Quelle für Sternpunkte. Münzen, ja. Wir kriegen langsam wieder Geld. Ja. Pff. Oh. Hey, ich habe einen coolen Move gemacht. Trotzdem hauen die Penner ab. Schweinerei. Ah! Alter! Hab ich gar nicht drauf geachtet. Schweinerei. Ah, nein. Schäfchen! Döner Schäfchen! Oh! Döner Schäfchen! Oh! Mäh. So, jetzt können wir den in aller Seelenruhe aufs Maul hauen. Bumm. Oh, da klappt ein bisschen was um. Das ist ja drollig. Guck mal, wie schön sie schnarcht. Und wie sie im Schlaf rumzappeln kann vor lauter Schmerzen. Beißt sie eigentlich jetzt auch zu? Die beißt im Schlaf zu, die dumme Sau. Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Dafür gibt's Haue. Haue regiert die Welt. Ja, nicht normal, du. Ja, wir haben N64 Sternpunkte. Geil. Ah, und Geld. Hier irgendwas drin? Nein, natürlich nicht. Da sehe ich einen Sirup rumdümpeln. Juhu. Hallo? Alter. Dummes Vieh, ey. Schlimmer als ein Enderman. Alter! Hilfe! Hilfe! Lässt den Boden erzittern. Schade. Ah, dann benutzen wir nochmal das Maxibeam. Drücke im richtigen Moment. Okay. Bin ich aber gespannt. Ah, ja, genau. Nein! Wer, es reicht nicht? Ja, es reicht genau! Bleh! Alle tot! Yeah! Oh, Geld, Geld, Minuten, Pinunsen, Zaster, Kohle, Mäuse, Kröten, Asche! Oh, nirgendwo ist was drin. In der Krone. Ich habe zwar eine Krone, aber eine Krone, also ich bin nicht besoffen oder so, auch wenn es manchmal den Anschein erweckt. Oh, da ist es. Da drüben, der große Baum da. Ah. Das ist der Baum, in dem wir Bubus leben. Aber leider nicht nur wir, sondern
sondern auch Pikatus und Fadulas. Also los, Mario, wir machen mir nach. Okay. Ein Hotelgutschein, juhu! Es geht zwar noch rechts weiter, aber wir folgen erstmal dem Bubulio. Wir tun ihm mal den Gefallen. Außerdem muss ich gleich speichern, da ich die Aufnahme gleich beenden muss. Ab in den Baum. Oh. Großer Baum. Der ist nicht klein. Nein, nein, nein. Und was sehe ich denn da? Da duscht der BP Plus Ohren einfach. Hallöchen. Was ist? Seht nur, diese Tür, die war hier früher noch nicht. Und sie geht nicht auf. Damit dachte ich, jetzt könnten wir sie alle retten. Ja, man hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen was tun. Ich hab's! Bubuma hat vor langer Zeit etwas von einem geheimen Eingang erzählt, der ins Innere führt. Hier in der Nähe muss er irgendwo sein. Aber wie sollen wir diesen Eingang nur finden? Was können wir nur tun? Was geheim ist, ist geheim. Wie sollen wir den Eingang denn dann finden? Vor dem Eingang ist dieses unsichtbare Ding, das wir beseitigen müssen. Aber wie sollen wir etwas beseitigen, das wir nicht sehen können? Ich hab's! Erona, genau. Madame Eronas Künste werden uns bestimmt weiterhelfen. Madame Erona ist eine stattliche und betörende Dame, die hier im Wald lebt. Sie ist ein Wolkengeist und sie herrscht über die Winde. Bestimmt kann sie dieses unsichtbare Ding einfach wegblasen. Madame Eronas Villa liegt ganz tief im Wald. Wir gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Und dann zu ihr. Ja, dann sollen sie uns mal unser Ding wegblasen. Ach, dieser Wind. Was laber ich denn da? Ach, dieser Wald ist wirklich ganz bezaubernd. Hier ein Haus zu bauen war die beste Idee, die ich je hatte. Dieser Wind. Bullshit. Diese Ruhe. Der Frieden. Es ist alles ganz anders als damals. Kein Pomp und überflüssiger Luxus. Jeder Tag hier gibt mir neue Lebenskraft. Neue Energie. Und mit jedem Tag sehe ich frischer aus. Fühle ich mich jünger. Die kleinen Bubus aus dem Baum sind auch wirklich ganz liebreizend. Aber bleibe ich noch lange hier, wird die Sehnsucht nach Leben mich verzehren. Ach, diese schillernde Welt des Theaters, wie könnte ich sie je vergessen? Ohne jeden Zweifel, die Schauspielerei ist und bleibt doch meine Berufung. Aber vor meinem Comeback, sollte ich Körper und Geist noch etwas in Form bringen? Ein bisschen Make-up unterstreicht meinen natürlichen Liebreiz. Oh. Schockschwere Not, es ist weg, verschwunden, mein. Oh nein, was ist nur verschwunden? Ihr. Ja, ihr was nur? Ihr Geisteszustand? Ihr Tampon?
Wir kommen zu Eronas wieder, wenn wir von hier aus immer geradeaus gehen. Okay, wir gehen zurück. Ich werde jetzt nämlich die Aufnahme beenden, darum muss ich kurz speichern.